Vielen Dank, dass Sie, Attila Schimon, neuer WRC-Stürmer, sich Zeit für ein Interview mit der Wolfsberger Zeitung nehmen. Wie ist Ihr erster Eindruck von Wolfsberg und dem Lavandal, nachdem Sie erst 2 Wochen hier verbracht hatten? Ich begrüße alle recht herzlich und um Ihre Frage zu beantworten, mein erster Eindruck ist absolut positiv. Es ist wunderschön, besonders mit all den beeindruckenden Bergen rund um uns herum, und das Stadion gefällt mir auch ausgesprochen gut. Ich war bereits am Wörthersee und muss betonen, dass ich bis jetzt selten in meinem Leben an so schönen Plätzen wie hier in Kärnten bzw. Wolfsberg war. Warum haben Sie sich trotz anderer Angebote für den Wechsel vom ungarischen Paxi FC zum RZ Belletz WRC entschieden? Mein Vertrag war ausgelaufen und nach finanziellen Problemen des Vereins wäre eine neuerliche Vertragsunterzeichnung unter denselben Umständen wie vor 2 Jahren nicht in meinem Interesse gewesen. Trotz eines Angebots aus Polen entschied ich mich für Österreich, da mir dieses Land sowohl beruflich als auch privat bessere Möglichkeiten bietet. Ich glaube, dass man in Österreich eine bessere Lebensqualität hat. Wie fanden Sie Ihren ersten Einsatz im Testspiel gegen Chelsea? Es war ein Riesenerlebnis für mich. Es ist eine Ehre, gegen so einen Verein wie Chelsea spielen zu dürfen. Alles in allem war es ein toller Abend, obwohl wir meiner Meinung nach wegen 3 Minuten nicht gewonnen haben. Dadurch war ich ein wenig enttäuscht. Hatten Sie schon die Gelegenheit dazu, Ihre Mannschaft besser kennenzulernen? Als ich nach Wolfsberg gezogen bin, versuchte ich mir mit Hilfe einer Zeitschrift die Gesichter und Namen meiner neuen Mitspieler einzuprägen. Doch erst richtig werden wir uns auf dem Spielfeld kennenlernen. Sie sind der heißersehnte Stürmer, den der WRC schon so lange gesucht hat. Die Erwartungen an Sie sind groß. Setzt Sie das eigentlich unter Druck und wie gehen Sie damit um? Es ist eine Ehre zu hören, dass ich der Mann bin, den der WRC gesucht hat. Ich kann nicht versprechen, 15 Tore zu schießen, aber was ich versprechen kann, ist, dass ich alles für die Mannschaft geben werde. Was waren bisher Ihre größten sportlichen Erfolge? Eindeutig, dass ich letztes Jahr ungarischer Torschützenkönig geworden bin und dass ich in über 200 Spielen in der ungarischen Bundesliga eingesetzt wurde. Und dass ich mit meiner Mannschaft Zweiter in der Meisterschaft wurde. Was möchten Sie in Ihrer Fußballerkarriere noch erreichen? Alles, was ich erreichen kann. Haben Sie schon eine Wohnung in Wolfsberg? Nein, derzeit wohne ich noch im Hotel, denn ich suche eine schöne Wohnung für mich und meine Familie. Haben Sie neben dem Fußballspielen auch noch Zeit für andere Hobbys? Wenn ja, welche wären das? Wenn ich Zeit finde, gehe ich gerne fischen, doch am liebsten verbringe ich Zeit mit meiner Familie und spiele mit meiner Tochter.